Trainingslager in Alanya hat die vielen guten Eindrücke von unseren Roten aus der Hinrunde bestätigt und insbesondere eine neue Erkenntnis erbracht. In der Türkei scheint nicht immer die Sonne, vor allem im Januar. Ja, das ist das Einzige, das ein bisschen stört. Wir hatten uns alle auf Sonne eingestellt und etwas wärmere Temperaturen, dass es jetzt sogar dann Graupelschauer hat, ist ein bisschen überraschend. Aber ja, das hat der Stimmung, glaube ich, auch keinen Abbruch getan und wir haben unser Ding durchgezogen und haben uns auch vom Wetter nicht beeinflussen lassen. Abgesehen von den teils wirklich widrigen Wetterverhältnissen fand das Team von Mirko Slomka perfekte Bedingungen vor. Die Mannschaft wurde großartig umsorgt im Hotel Gold City, der hoteleigene Trainingsplatz war top gepflegt. Die Rahmenbedingungen hier sind hervorragend, die Trainingsplätze sind absolut Weltklasse und die Jungs ziehen ordentlich mit. Konzentriert und mit klarem Fokus auf den Trainingserfolg absolvierten die Roten täglich 2 intensive Einheiten. Das Team zeigte sich dabei, wie auch beim Spieleabend unter der Woche, als homogenes Gebilde. Mehr als eine positive Randnotiz: Nachdem er zu Beginn des Trainingslagers noch individuell mit Leistungsdiagnostiker Ingo Geisler trainierte, stieg Didi Jakonan am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining ein. Co-Trainer Norbert Düvel betont Dieters wichtige Rolle im Team. Ja, dass Didi dabei ist, ist natürlich ganz wichtig. Zum einen natürlich als Spieler, ist ganz klar. Aber auch als Typ ist er natürlich ein ganz wichtiger Faktor für uns. Und von daher sind alle froh, dass er wieder fit und gesund jetzt hier in der Rückrunde hoffentlich ganz, ganz viele Tore für uns schießt. Beim 1:0 Testspielsieg gegen den türkischen Drittliga-Club Alanyaspor zeigte sich 96 nach hinten stets sicher, nach vorne in einigen Momenten etwas verhalten. Mit einem furiosen Torfestival durfte man angesichts des intensiven Trainingsprogramms allerdings auch nicht rechnen. Zum Abschluss des Trainingslagers steht am Samstagabend noch der Härtetest gegen Galatasaray Istanbul an. Schon jetzt zieht Dübel ein positives Fazit. Ich denke, es war grundsätzlich von allen Spielern hier von der ersten Trainingseinheit wirklich durchgehend eine konsequente Leistung. Es haben alle wirklich immer alles gegeben und von daher denke ich, kann man ein gutes Fazit ziehen. War bis jetzt wirklich sehr, sehr positiv.